Herzlich willkommen, Frau Professor Witzel und Frau Professor Park-Simon. Das AGO State of the Art Meeting 2021, welches virtuell stattgefunden hat, ist vorüber. Und Sie haben zum Thema Brustkrebsrisiko bzw. Prävention gesprochen. Was gab es denn Neues in dem Bereich, Frau Professor Witzel? Am Anfang muss man sagen, es ist auch etwas geblieben, nämlich dass wir Kriterien haben für die Testung. Also Kriterien, die einem Arzt, einer Ärztin eine Hilfestellung sind, wann eine Patientin zur magnetischen Beratung und gegebenenfalls Testung auch vorgestellt werden soll. Und das sind eben Kriterien, die in der Familienanamnese begründet sind. Also wie viele Frauen sind in der Familie an Brust- und oder Eierstockkrebs erkrankt? Gibt es einen Mann, der eine Brustkrebserkrankung hatte? Gibt es vielleicht andere Krebserkrankungen? Und damit qualifiziert sich die Patientin sozusagen für eine genetische Testung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine BRCA1 oder 2 Mutation bei der Patientin gefunden wird, liegt über 10%. Und das ist eben so dieser Grenzwert, der klar definiert wurde und der auch beibehalten wurde. Das heißt, ich kann mich als Patientin darauf verlassen, dass mein Arzt, bei dem ich bin, weiß, ob ich da getestet werden sollte oder nicht, oder muss ich mich noch irgendwo zusätzlich informieren? In den letzten Jahren haben die Frauenärztinnen und Frauenärzte wirklich zunehmend auch darauf geachtet und fragen auch nach der familiären Belastung. Ich glaube, da ist die Versorgung tatsächlich deutlich besser geworden, aber nichtsdestotrotz schadet es sicherlich nicht, wenn man sich als Patientin auch noch einmal informiert, zum Beispiel auf der Internetseite des Konsortiums für familiären Brust- und Eierstockkrebs, da kann man die Kriterien auch noch einmal nachlesen und gucken, ob man selbst vielleicht für eine humangenetische Beratung in Frage kommt. Und dann wende ich mich wieder einfach an meinen Arzt oder wo bekomme ich diese humangenetische Beratung? Also die bekommt man sehr niederschwellig und problemlos in einem der Konsortialzentren. Die sind auch auf der Internetseite zu finden. Es gibt auch Kooperationspartner, also Krankenhäuser, die eben kooperieren. Kann ich gucken, ob mein behandelndes Krankenhaus vielleicht auch dabei ist. Also damit ist eigentlich in Deutschland fast eine flächendeckende Versorgung gewährleistet. Ansonsten gibt es auch niedergelassene Humangenetiker, die auch eine Testung anbieten können. Was passiert denn jetzt, wenn irgendwas bei mir festgestellt worden ist? Also wenn man eins der Gene gefunden hat. Ist das jetzt an mich gerichtet, die Frage? Ja, gerne. Also es ist natürlich so, dass immer die Frage ist, in welchem Kontext die Testung erfolgt ist. Wenn die Kriterien erfüllt sind und man findet einen Test und es ist jetzt gerade ein vielleicht neu diagnostizierter Tumor, dann stellt sich vielleicht auch die Frage, wie operiert man, welche operativen Möglichkeiten hat man, sich vielleicht auch zu schützen, gerade wenn man eine genetische Disposition hat. Das ist schon ein recht komplizierter Vorgang, der dann sehr intensiv mit den Kollegen im Brustzentrum oder Patientin besprochen wird. Nicht direktiv damit Patienten, weil das ja schon auch ein sehr einschneidender Eingriff sein kann, durchaus auch belastend. Das hat Konsequenzen für die Patientin. Das ist etwas, worüber die Patienten sich wirklich gut informiert sollten und auch werden, um dann auch selber eine Entscheidung, die für sie richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist sozusagen in der Primärsituation, wenn der Tumor entdeckt wird und wenn es darum geht, wie operiere ich, ist vielleicht eine Mastektomie indiziert oder reicht vielleicht auch weniger. Wenn in einem anderen Kontext, zum Beispiel in einer Rückfallsituation, eine genetische Veränderung detektiert wird, dann haben wir heute tatsächlich auch therapeutische Möglichkeiten, medikamentöse Möglichkeiten, ganz gezielt Medikamente einzusetzen mit wirklich sehr, sehr gutem Erfolg, sodass wir Chemotherapien vermeiden können, lang hinausziehen können. Und also es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Indikation oder in welcher Situation tatsächlich die genetische Veränderung diagnostiziert wird. Wenn
ganz kurz, wenn jetzt, sagen wir mal, meine Mutter oder meine Tante vor einiger Zeit erkrankt ist und auch daran verstorben ist und ich jetzt Bedenken habe, ob ich vielleicht familiär oder genetisch vorbelastet bin, kann ich da irgendwas machen als gesunde Frau? Auch hier gibt es Möglichkeiten, selbst eine genetische Testung auch durchgeführt zu bekommen. Das sind auch Kriterien, die festgelegt sind. Die sind etwas, ich sag mal, strenger, weil im Idealfall will man natürlich eine erkrankte Person untersuchen, weil dann eben geklärt werden kann, ob eine genetische Veränderung für die Erkrankungen in der Familie verantwortlich ist. Das ist etwas schwieriger, wenn man eine gesunde Person testet. Klar, wenn man eine genetische Veränderung findet, dann kann man sagen, okay, wahrscheinlich war das auch die Veränderung, die die anderen Erkrankungen verursacht hat. Aber man hat eben das Dilemma und ich glaube, das ist eben nicht so ganz klar, dass man in fast 3/4 der Frauen keine genetische Veränderung findet. Also wenn man nichts findet, dann kann man eben nicht sagen, alles ist gut, sie haben keine genetische Veränderung, sie sind sozusagen, haben kein erhöhtes Risiko, sondern man ist eben unsicher, ob es nicht vielleicht einfach keine genetische Ursache in der Familie gibt, die gefunden werden konnte, die Frau selbst aber trotzdem ein erhöhtes Risiko hat, zu erkranken. Vielleicht jetzt, was jetzt nicht heute, also was nicht bei der Sitzung herauskam, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn bei mir BRCA1 oder BRCA2 festgestellt wurde und ich, sagen wir mal, was das Kinderkriegen bin, in einem kritischen Alter bin, sagen wir mal Ende 30, um die 40 rum, kann ich dann trotzdem noch versuchen, schwanger zu werden oder sollte ich es lassen und sollte ich irgendwelche präventiven Maßnahmen gegen meine genetische Disposition unternehmen? Ich denke, das hängt von der Gesamtsituation ab. Also ich glaube, das sind tatsächlich ja sehr individuelle, sehr persönliche Entscheidungen, die man treffen muss. Ist auch hier die Frage, in welchem Kontext wurde die Mutation nachgewiesen. Ist es eine gesunde, die jetzt zum Beispiel, weil die Mutter positiv getestet war, sich hat auch testen lassen und jetzt feststellt, dass sie die Mutation hat, dann finde ich das schon sehr kritisch. Also ich würde jetzt hier nicht sagen, dass sie jetzt eine Schwangerschaft oder eine Familienplanung nicht anstreben dürfte, das nicht. Aber das ist auch hier wieder eine Entscheidung, die man wirklich gemeinsam mit den Frauen besprechen muss, wie da die Wünsche, individuellen Wünsche sind. Generell gilt, dass beim Nachweis, weil Sie jetzt so konkret die beiden Gene ansprachen, Frauen, die älter sind als 40, dann zunehmend ein höheres Risiko haben, auch an Eierstockkrebs zu erkranken. Also wenn sie tatsächlich schon in einer Situation sind, wo sie schon etwas älter sind, dann sollte dieser Kinderwunsch auch bald realisiert werden, weil man dann tatsächlich irgendwann in Konflikte kommen kann. Ja. Gut. Gab es jetzt bei den Empfehlungen der AGO irgendwelche großen Veränderungen für den ganzen Bereich? Also ich glaube, was die Empfehlungen betrifft, hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert. Aber wir sind uns einfach sicherer geworden, welche von den vielen Genen, die wir ja mittlerweile kennen und die irgendwie im Zusammenhang mit Brustkrebsrisiko ja auch diskutiert werden, die können wir immer besser eingruppieren, einklassifizieren und ein Gen, was eigentlich auch schon länger bekannt ist, das PALB2-Gen, ist tatsächlich jetzt neu bewertet worden, basierend auf einer riesengroßen Studie mit über 113.000 Frauen, eine internationale Studie, aus der relativ klar hervorgeht, dass eine Veränderung, eine pathogene Mutation im PALB2-Gen tatsächlich auch mit einem deutlich erhöhten Risiko für Brustkrebs einhergeht. Das Risiko kann man vergleichen mit dem Risiko bei Frauen, die eine BRCA2-Mutation haben. Und das, glaube ich, ist an dieser Studie, die tatsächlich jetzt im Januar publiziert wurde, sehr klar geworden. Wichtig ist, dass die Prävalenz, es kommt nicht so häufig vor, dass man so eine Mutation findet. Und was auch ganz wichtig ist im Unterschied zu der BRCA-Mutation, ist, dass der Zusammenhang zu den Eierstockstumoren nicht ganz so hart ist oder so
hoch, auf jeden Fall das Risiko nicht so hoch ist wie für die BRCA1 oder 2 Mutationsträgerin. Und man sieht mit zunehmendem Alter ein erhöhtes Risiko für an einem Ovarialkarzinom zu erkranken. Es liegt dann etwa, das Lebenszeitrisiko bei etwa 5%. Bei BRCA2 sind es 20% und bei BRCA1 sind es 40%. Also doch nochmal deutlich höher. Man weiß aber auch in Abhängigkeit von der Familiengeschichte, also wenn da nun doch gehäuft Ovarialkarzinom auftreten, dann kann auch bei einer PALB2-Mutation das Risiko am Eierstockkrebs zu erkranken deutlich erhöht sein. Und dann kann es im Einzelfall Sinn machen, auch die Eierstöcke prophylaktisch nach der Menopause zu entfernen. Das ist tatsächlich neu, dass wir jetzt wissen, dass wir einfach mehr Sicherheit haben und wissen, dass PALB2 tatsächlich auch zu den Hochrisikogenen gehört. Vielleicht magst du was zu der prophylaktischen Mastektomie sagen. Das ist ja dann auch so ein Thema. Oder zu den Maßnahmen, die man dann ergreifen kann, Isabel. Genau, das muss man sicherlich eben immer individuell mit jeder Patientin und auch der gesunden Frau besprechen, wenn eine genetische Veränderung gefunden wurde, wie man damit umgeht und auch den Punkt, den Sie eben ansprachen mit der Familienplanung, all diese Punkte, die sonst noch dazukommen, die muss man einfach mit in solche Entscheidungen einbeziehen und das immer im individuellen Kontext sehen und natürlich auch in Abhängigkeit von der Familienanamnese. Also wer ist erkrankt, wie viele Frauen sind erkrankt? Und man kann eben nicht sagen, das muss man machen und das darf man auf keinen Fall machen, sondern das sind wirklich immer ganz, persönliche, individuelle Therapiekonzepte, die man dann sich überlegt. Was mache ich denn, wenn ich, sagen wir mal, vor 10 Jahren getestet worden bin oder noch länger her und jetzt wird ja noch nach ganz anderen Sachen geschaut. Muss ich mich dann neu testen lassen? Kann ich mich überhaupt neu testen lassen? Das ist tatsächlich ein Problem für Frauen, die damals, also vor einigen Jahren, wurde eben nur, ich sag mal, nur BRCA1 oder 2 getestet. Inzwischen testen wir im Konsortium 11 Gene. Und es kann natürlich sein, wenn keine genetische Veränderung gefunden wurde bei der Patientin, dass eben eine der damals noch nicht getesteten Gene vielleicht für die Erkrankung verantwortlich war. Es macht deshalb sicherlich Sinn, sich im Ablauf von, sag ich mal, 3 bis 5 Jahren auch nochmal zu erkundigen bei einem Zentrum, ob eine Auftestung, so heißt es, dann möglich ist. Und das versuchen die Konsortialzentren tatsächlich auch mit den Krankenkassen zu verhandeln, dass mehr Frauen eine Auftestung angeboten werden kann. Es gibt auch im Rahmen des Konsortiums der familiären Brust- und Eierstockkrebs ein einzigartiges Recall-System. Das heißt, Frauen, wenn man praktisch in der Blutprobe irgendwann eine Analyse einer Gen findet, das vorher noch nicht untersucht worden war, wird dieses Ergebnis an das Zentrum zurückgespielt und das Zentrum kann die betroffene Frau informieren darüber. Das ist etwas, was wirklich im Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs einzigartig ist und einen deutlichen Mehrwert darstellt für die Frauen. Frau Professor Park-Simon, wenn jetzt, sagen wir mal, in meiner Familie Brust- und Eierstockkrebs aufgetreten ist, ich aber keins der Gene habe, die Sie untersuchen, und ich eine, sagen wir mal, familiäre Belastung habe, habe ich dann Anspruch auf irgendwelche veränderten Früherkennungsmaßnahmen? Ja, auch für die Patienten, bei denen keine genetische Veränderung festgestellt worden konnte in den Genen, die wir üblicherweise testen, kann bei erhöhter familiärer Belastung ein intensiviertes oder eine Teilnahme am intensivierten Früherkennungsprogramm angeboten werden. Hier werden regelmäßige Tastuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, Mammographie und auch MRT-Untersuchungen durchaus angeboten, gezielt in den entsprechenden radiologischen Zentren der Konsortien. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Wenn ich schon erkrankt bin und bei mir BRCA1, BRCA2 oder irgendwas anderes festgestellt wurde, sollte ich mir dann auf jeden Fall auch die zweite Brust entfernen lassen, sofern notwendig? Wird es, wenn, dann auch von den Kassen bezahlt? Bezahlt von den Kassen wird es tatsächlich
Ich sage nur, bei BRCA1 und 2 Mutationsträgerinnen, auch hier bedarf es natürlich einer Beratung. Man muss immer überlegen, ob das in der Situation sinnvoll ist. Und nicht jede Patientin braucht eine kontralaterale Entfernung, also Mastektomie, also eine Entfernung der gesunden Brust. Viele Frauen sind erleichtert, wenn sie diesen Eingriff nicht durchführen müssen. Also man kann es auf keinen Fall pauschal beantworten. Aber bei allen anderen genetischen Veränderungen und auch bei Frauen, bei denen man keine genetische Veränderung findet, ist es extrem schwierig, prophylaktische Operationen von den Krankenkassen bewilligt zu bekommen. Das ist tatsächlich für BRCA1 und 2 Mutationsträger die einzige Möglichkeit, so das einfach die Kostenübernahme zu bekommen. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass so schön diese jetzt neue Studie ja war, und wir jetzt auch gelernt haben und sicher sind, dass PALB2 ein Hochrisikogen ist. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie häufig bilaterale Tumoren tatsächlich auftreten. Wie ich gelesen habe, ich eine Zahl von etwa 10%, aber die sind einfach nicht so häufig. Und deswegen fehlt uns hier sicherlich auch einfach noch der Erfahrungsschatz, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Und das muss man sicherlich auch noch mal bei diesen ganzen Überlegungen mit bedenken. Ich könnte mir nur vorstellen, dass auch die psychologische Belastung unter Umständen für eine Patientin sehr groß ist, wenn sie denn weiß, dass familiär oder genetisch eine Disposition da ist. Mhm. Und die Angst, dass auf der anderen Seite was passiert oder dass es dadurch eben eskaliert, doch erheblich größer ist als bei Patientinnen, wo das nicht vorliegt. Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Und Risikowahrnehmung ist was sehr Unterschiedliches auch, aber das ist tatsächlich für viele Frauen ja ein Problem, das wir leider bislang noch nicht ganz auflösen können. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für das Update. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das angenehme Interview. Ja, gerne. Dankeschön. Ja.